So, wir sollten anfangen. Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zu Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen. Weiter mit Umkehrfunktionen. Hier steht's schon. Aufzeichnen tun wir auch. Kann ich ein Häkchen hinmachen, wenn ich kann. Ne? So. Also wir haben uns das am Mittwoch ein bisschen angeschaut. Wo sind Funktionen umkehrbar? Haben Sie eine Umkehrfunktion? Das ist die Funktion, die genau das, was die ursprüngliche Funktion gemacht hat, rückgängig macht. Und dann kamen wir auf diese Begriffe injektiv und surjektiv, was die Funktion erfüllen sollte. Also sie sollte injektiv unterschiedliche Eingaben auf unterschiedliche Ergebnisse abbilden. Und surjektiv, sie sollte alles, was wir als mögliches Ergebnis vorgesehen haben, auch wirklich irgendwann mal treffen. Dann können wir eine Umkehrfunktion definieren. Okay, und dann haben wir auch schon gesehen, dass so die der Funktionsgraph ist eigentlich der gleiche. Wir haben gesagt, wenn wir einen so einen Funktionsgraph zeichnen, können wir den benutzen, um Funktionswerte abzulesen. Indem wir auf der x-Achse reingehen und auf der y-Achse dann zum Funktionsgraph hin, auf der y-Achse den Funktionswert ablesen. Und wenn wir den Prozess umkehren, dann können wir den gleichen Graph als Graph für die Umkehrfunktion verwenden. Da gehen wir halt auf der y-Achse an einer bestimmten Stelle rein zum Funktionsgraph hin und lesen auf der x-Achse ab. Wenn wir sagen, naja, wir wollen aber für jede Funktion immer auf der x-Achse reingehen und nachher auf der y-Achse was ablesen, dann müssen wir den Funktionsgraph nochmal neu zeichnen, wenn er für die Umkehrfunktion sein soll. Dann haben gerade x- und y-Achse die Rolle getauscht. Und deswegen ist dann der Funktionsgraph der Umkehrfunktion genau dieses Ding, was wir kriegen, wenn wir an der ersten winkelhalbierenden spiegeln. Und das haben wir in Beispielen dann hier unten gesehen. Also da haben wir so eine Wurzel genommen. Parabel genommen, so eine Funktion x geht nach x², haben gesagt, gut, die können wir so nicht umkehren, weil nicht injektiv. Und dann haben wir sie zerhackstückt in den rechten und in den linken Ast und haben gesagt, das sind doch vielleicht Funktionen, die wir umkehren können, wenn wir sie auf den richtigen Bereichen definieren. Und die Umkehrfunktionen davon waren dann irgendwie einmal plus die Wurzel, einmal minus die Wurzel. Und wir sehen das auch immer, die roten und die grünen Linien hier sind gerade gespiegelt entlang der Winkelhalbierenden. Gut, und dann haben wir uns noch überlegt, wenn wir die Ableitung der Funktion kennen, also wenn die erstmal differenzierbar ist und wenn wir die Ableitung kennen, dann kennen wir auch die Ableitung der Umkehrfunktion bereits über diese Formel hier. Im Wesentlichen ist es 1 durch die Ableitung und dann muss man eben die richtige Stelle nehmen, die Stelle, an der wir das in der die Punkte von Funktion und Umkehrfunktion zusammenpassen. Und das können wir uns entweder anschaulich klar machen am Funktionsgraph mit diesem Spiegeln an der winkelhalbierenden Argument oder wir konnten es ausrechnen. Da haben wir hier Funktion und Umkehrfunktion nacheinander angewendet und die dann links und rechts abgeleitet, Kettenregel verwendet und dann kamen wir auf diese Formel. Die wollen wir jetzt nutzen und ich habe schon gesagt, wir wollen die vor allem dann gleich nutzen, um eine Umkehrfunktion der Exponentialfunktion einzuführen, die wir einfach nur einführen als, das ist die Umkehrfunktion davon, da haben wir also irgendwie keinen hübschen, einfachen Ausdruck, keinen Grenzwertausdruck oder sonst irgendwas, sondern sagen nur, die Funktion ist die Umkehrfunktion einer Funktion, die wir bereits ganz gut kennen. Und dann können wir zum Beispiel mit dieser Methode hier unten die Ableitung dann ausrechnen. Aber bevor wir das machen, machen wir vielleicht noch ein so ein Rechenbeispiel, wo alles noch ein bisschen expliziter ist und dann kommen wir zu dieser Sache mit Exponentialfunktion und Sie wissen schon, wie es heißt, Logarithmus ist das, was wir dann da rauskriegen, die Umkehrfunktion. Guten Morgen, Baden-Württemberg. Aha, okay. Was, Bayern-Württemberg, um Gottes Willen, hier nehme ich das Like wieder weg, was auch immer das sein soll. Okay, dann, also machen wir nochmal ein Beispiel. Nehmen wir die Funktion f von x gleich x² minus 2x minus 1 und die schauen wir uns zunächst mal an
als Funktion von R nach R. Das ist dann wahrscheinlich nicht vorsichtig genug, um sie umkehren zu können. Jetzt haben wir gesagt, was waren diese Bereiche, wo so Funktionen injektiv sind? Da war es am einfachsten, wir suchen Bereiche, wo die Funktion streng monoton ist. Und um Monotonie zu erkennen, nehmen wir die Ableitung. Also leiten wir die Funktion gleich mal ab, die ist hier wunderschön diffbar. Rechnen wir aus, f' von x, was ist das? Das ist 2x minus 2. Das heißt, wir sehen, wir haben hier eine Nullstelle bei x gleich 1. Ich glaube, ich will diese Funktion hier nehmen. Machen wir das mal so. Dann kommen die Zahlen, glaube ich, nachher hübsch raus. Also, ich nehme hier die Funktion x² plus 2x plus 2, dann ist die Ableitung 2x plus 2. Und dann haben wir bei minus 1 eine Nullstelle der Ableitung. Also links und rechts der minus 1 haben wir dann immer das gleiche Vorzeichen der Ableitung. Also links ein anderes als rechts, aber überall rechts davon das gleiche. So, schreiben wir das mal hin. Für x größer minus 1 gilt, dass die Ableitung dieser Funktion immer größer 0 ist. Und für x kleiner minus 1 gilt, dass die Ableitung dieser Funktion immer kleiner 0 ist. Und damit ist sie dann auf den jeweiligen Bereichen streng monoton wachsend oder streng monoton fallend. Und damit f dort streng monoton wachsend und hier unten streng monoton fallend. Okay. Das ist doch schon mal ein ganz guter Einstieg. Und jetzt würden wir also hergehen und neue Funktionen definieren. Nur auf so einem Bereich von minus 1 bis unendlich oder von minus unendlich bis minus 1, die aber dann die gleichen Abbildungsvorschriften haben. Also neue Funktionen. Sagen wir die Funktion f1. Und jetzt können wir ein bisschen gucken. Also wir könnten die, schreiben Sie es mal noch nicht, auf dem offenen Intervall minus 1 bis unendlich definieren. Dann müssen wir gucken, wo wir die hin abbilden wollen. Wir können sogar die minus 1 noch mit dazu nehmen, ne? Weil wir haben sowas streng monoton wachsendes dann rechts davon. Und dann ist der Funktionswert an der Stelle minus 1. Den können wir herauskriegen, indem wir das hier oben einsetzen. Dann haben wir 1, minus 2, minus 3, also minus 2. Können wir uns ja gerade schon mal merken, hier nebendran irgendwo. Wenn wir das nachher noch brauchen. F von minus 1 ist minus 2. Dann haben wir ja rechts davon, die Funktion wächst die ganze Zeit an, haben wir immer größere Werte. Also wir können den mit dazu nehmen oder nicht, wobei das jetzt eine Subtilität ist, auf die kommt es gar nicht so sehr an. Okay, wohin bilden wir das ab? Wir könnten natürlich als erstes sagen, diese Funktion bildet einfach wieder nach R ab, und ich sollte ihr vielleicht einen neuen Namen geben, nenne ich sie mal f1. Also f1 ist jetzt die Funktion, die von minus 1 unendlich nach R abbildet. Die nimmt ein x und bildet es ab auf das gleiche, auf den gleichen Ausdruck wie oben, also auf 2x plus 2, das, was oben schon f von x hieß. Ja? Und damit haben wir jetzt die Funktion injektiv gemacht. Aber wir haben sie nicht surjektiv gemacht, denn wir sehen ja, wir bilden an der Stelle minus 1, bilden wir sie auf minus 2 ab. Und wenn wir dann nach rechts davon weggehen, bilden wir sie immer auf größere Werte ab. Stetig ist sie auch, treffen wir also alles irgendwann mal, aber Werte kleiner minus 2 werden wir niemals treffen. Oh ja, jetzt habe ich irgendwas verbockt. Wer war es zuerst, wer mag es mir sagen? Ach so, ja, wunderbar, das habe ich verbockt, Sie haben vollkommen recht. Ich habe hier hingeguckt und das war natürlich Quatsch, das ist ja die Ableitung, wir möchten die Funktion, wir möchten hierhin abbilden. Entschuldigung, da habe ich es natürlich total verwirrt jetzt hier. So, vielen Dank. Das korrigieren wir gleich mal.
komisch aus hier. Okay. So, das habe ich jetzt hier verbudelt. Also, jetzt schreiben wir das nochmal richtig hin. Wir wollen hier genau auf das gleiche abbilden wie die ursprüngliche Funktion f, also auf f von x. Und f von x war x² plus 2x minus 1. Alles andere wäre Blödsinn. Guten Morgen, Herr Kirpeller. So, und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also, wir wissen, wir bilden die minus 1 auf die minus 2 ab. Und wenn wir dann größere Werte als minus 1 einsetzen, dann bilden wir auf größere Werte ab. Das heißt, so ist die Funktion jetzt injektiv, aber nicht surjektiv. Wir treffen nicht jede Zahl in R hier drüben. Das heißt, schlauer wäre, wir schreiben hier nicht ganz R hin, sondern schlauer wäre, wir schreiben hier das Intervall von minus 2 bis unendlich hin. Und dann haben wir tatsächlich eine bijektive Funktion. Also, ja. Weil wir wissen, vielleicht dieses f1 ist stetig und f1 von minus 1 ist minus 2, genauso wie das bei f der Fall war. Und der Limes x nach unendlich von f1 von x, der ist unendlich. Und dann nehmen wir alle Werte hier zwischen, wenn es weil sie stetig ist, nehmen wir dann nachher alle Werte zwischen minus 2 und unendlich auch irgendwann an. Also das wäre jetzt eine schöne bijektive Funktion. Mein f1 ist also bijektiv. Gut, und wir können auch noch eine zweite solche Funktion einführen, die hübsche Eigenschaften hat. Nehmen wir die Funktion f2, die abbildet von minus unendlich, und wir können auch, wenn wir wollen, die minus 1 wieder mit dazu nehmen oder nicht mit dazu nehmen. Die bildet auch wieder ab x nach f von x, und das f von x war x² plus 2x minus 1. Also f von x und f1 von x und f2 von x, die sind alle gleich, aber definiert sind die Funktionen an unterschiedlichen Stellen. So, und was müssen wir hier rechts hinschreiben? Wo bildet die hin ab, damit sie bijektiv wird? Machen wir hier ähnliche Überlegungen. Und jetzt nehmen wir es schon vorweg. F2 ist also bijektiv, also natürlich erst, nachdem ich da oben rechts vom Pfeil das Richtige hingeschrieben habe. Ja? Wir nehmen das Gleiche, genau, auch minus 2 bis unendlich. Weil auch hier ist es ja jetzt so, die minus 1 wird auf die minus 2 abgebildet und dann dürfen wir nur noch nach links gehen mit unseren x-Werten und da wird die Funktion dann auch wieder größer, weil sie ist ja da, sie ist ja links von der minus 1 streng monoton fallend, aber wenn wir uns linkswärts bewegen, dann wächst sie ja da wieder an. Ne? Letztlich ist das Ganze, was wir hier machen, nichts anderes als nochmal dieses Beispiel. Wir haben nur die Parabel ein bisschen verschoben im Koordinatensystem hier. Okay, aber wir machen es jetzt einfach mal, ohne drüber nachzudenken, sondern rechnen so stur runter. Das heißt, jetzt haben wir zwei schöne umkehrbare Funktionen. Wir können ja hier noch einen Strich dazwischen machen. So, und jetzt könnten wir uns fragen, was ist denn die Abbildungsvorschrift für diese Funktion? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie kriegen wir denn die Abbildungsvorschrift für die Umkehrfunktion? Also, f1 und f2 sind umkehrbar. Was ist die Abbildungsvorschrift? Ja, wir brauchen die Funktion, die genau das rückgängig macht, was das f tut. Also geben wir dem, was so ein f ausspuckt hier, irgendeinen Namen. Und dann sagen wir jetzt, nennen wir es y oder so, und dann
stellen wir uns vor, wir haben uns ein y vorgegeben, dann müssen wir das passende x dazu finden, um dieses y zu bekommen. Das heißt, wir müssen hier das rote gleich y schreiben und das dann nachher nach x auflösen. Auf dem Weg finden wir die Abbildungsvorschrift. Machen wir mal auf der nächsten Seite. Also wir schreiben hin x² minus, na, plus 2x minus 1 ist gleich y. Und das lösen wir jetzt nach x auf. Und dann finden wir das x, was wir einsetzen müssen, um ein gegebenes y zu bekommen als Ergebnis. Also, wie machen wir das? Vielleicht wollen wir quadratisch ergänzen hier. Dann steht auf der linken Seite sowas wie x plus 1 ins Quadrat. Das gäbe x Quadrat plus 2x plus 1. Aber da steht ja minus 1. Also müssen wir hier 2 abziehen, damit es wieder stimmt. Und auf der rechten Seite erhalten wir das y. Und dann bringen wir die 2 auf die andere Seite. Haben wir x plus 1 ins Quadrat ist y plus 2. Dann ziehen wir die Wurzel. Dann haben wir x plus 1. Das könnte entweder die Wurzel aus y plus 2 oder minus die Wurzel aus y plus 2 sein. Das heißt, das x, das könnte dann minus 1 und dann plus oder minus die Wurzel aus y. Na, y, nicht y Quadrat, y plus 2 sein. Okay, ja, und jetzt können wir ja gucken, welches wir jeweils brauchen. Und tatsächlich brauchen wir dann jede dieser Lösungen einmal. Einmal für f1 und einmal für f2. Also, wie war das? F1 geht doch von minus 1 unendlich nach minus 2 bis unendlich. Dann muss ja f1 hoch minus 1 muss umgekehrt von diesem Bereich minus 2 unendlich in den Bereich, was habe ich da? Eine 1, Komma. Ich glaube, gesagt habe ich es, aber nicht hingeschrieben habe ich es. So, Entschuldigung. Minus 1 bis unendlich. So, jetzt muss f1 hoch minus 1 muss gehen von minus 2 bis unendlich nach minus 1 bis unendlich. Jetzt müssen Sie ja die beiden Sachen auf den Seiten des Pfeils gerade die Rolle getauscht haben. Was wählen wir dann für eine Abbildungsvorschrift? Dann sagen wir f1 hoch minus 1 von x. Ja, wir hätten gerne, dass da Sachen rauskommen, die minus 1 oder größer sind. Also wollen wir hier drüben sicherlich dieses positive Vorzeichen wählen. Also nehmen wir minus 1 plus die Wurzel aus y plus 2. Dann, wie war das bei f2? F2 bildete ab den Bereich minus unendlich bis minus 1 auch auf minus 2 bis unendlich. Entsprechend muss die Umkehrfunktion auch wieder von minus 2 bis unendlich abbilden, aber diesmal in dem Bereich minus unendlich bis minus 1, also in lauter negative Zahlen. Das heißt, da hätten wir gerne immer Funktionswerte, die... Ah, Entschuldigung, schauen Sie, was habe ich denn da für einen Blödsinn gemacht? Und Sie haben sich noch gar nicht beschwert. Gucken Sie mal, hier steht x und hier steht y, das ist natürlich irgendwie Quark. Das soll natürlich x heißen. Also das, was hier steht, das ist ein Kandidat für f hoch minus 1, egal ob Index 1 oder 2, f hoch minus 1 von y, aber ich will es natürlich wieder als von x schreiben, dann muss auch hier ein x stehen. So, jetzt machen wir das Gleiche hier. F2 hoch minus 1 von x, das soll dieser Ausdruck hier werden, natürlich mit einem x hier, keinem y. Und wir hätten gerne Werte, die minus 1 oder kleiner sind, also nehmen wir dieses Mal das negative Vorzeichen. Dann können wir also auch beide Lösungen hier gut gebrauchen. Okay.
Da geht es jetzt explizit. Und genau diesen letzten Schritt, den wir jetzt hier gemacht haben, den können wir nachher bei der Exponentialfunktion und Logarithmusgeschichte nicht machen. Da haben wir nicht irgendeine hübsche Gleichung, die wir nochmal nach was anderem auflösen können, sondern da haben wir nur die Funktion definiert als die Umkehrfunktion einer gegebenen Funktion. Gut, jetzt könnten wir hier auch noch Ableitungen ausrechnen, wenn uns danach wäre. Wie wäre das zum Beispiel mit der Ableitung von f1 hoch minus 1. Ja, da würden wir sagen, wir leiten diese Wurzel da ab. f1 hoch minus 1 Strich an der Stelle x. Wenn wir so eine Wurzel ableiten, kommt ein 1/2 runter. Dann steht da das Ganze hoch minus 1/2. Also die Wurzel ist in den Nenner gegangen. Und eine innere Ableitung haben wir keine mehr. Das wäre also das hier. 1 durch 2 mal Wurzel aus x plus 2. Oder wir könnten da Ableitung der Umkehrfunktion verwenden. Dann würden wir sagen, f1 hoch minus 1 Strich an der Stelle x, das ist 1 durch f Strich an der Stelle f hoch minus 1 von x. Ja, f Strich, das war ja, das hatten wir auf der Seite davor gerechnet, hier steht es noch. Ne, so haben Sie es sogar richtig, oder? So müssten Sie es sehen. Das war 2x plus 2. Das muss also jetzt da in den Nenner. Und dann müssen wir dort, wo jetzt hier x steht, müssen wir dann f hoch minus 1 von x einsetzen. Ja, wir wollen ja f Strich an der Stelle f hoch minus 1 von x. Das heißt, hier müssen wir f hoch minus 1 von x einsetzen. Also 2 mal f hoch minus 1 von x plus 2. 1 durch 2 mal f hoch minus 1 von x plus 2. Und f hoch minus 1 von x steht hier. Wenn wir das 2 mal nehmen, haben wir gerade eine minus 2 plus 2 mal die Wurzel und dann geht es gerade auf. Ne? Also machen wir das mal, setzen wir das ein. Das ist 1 durch minus 2 plus 2 mal die Wurzel und dann nochmal plus 2 und dann käme auch 1 durch 2 mal die Wurzel aus x plus 2 aus. Dann sehen wir, diese Methode funktioniert. Und jetzt bei dem nächsten Beispiel, was wir uns angucken, bei E-Funktion und Logarithmus, da können wir dann den Teil hier nicht machen, das explizite, aber wir kriegen die Ableitung der Umkehrfunktion mit dieser Methode hier nachher trotzdem. Okay, also machen wir das, nachdem ich das jetzt schon ein paar Mal angekündigt habe. 4.8, der Logarithmus. Okay. Gut. Den Logarithmus wollen wir gleich definieren als die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Und wäre es gut, wenn die Exponentialfunktion umkehrbar wäre. Also exp. Das können wir definieren auf ganz R. Und dann wissen wir, die Funktionswerte waren immer größer 0. Das heißt, wir lassen mal abbilden von R nach R plus. Und das hat auch gute Chancen zu funktionieren, weil der Grenzwert für x nach minus unendlich, der war 0. Und der Grenzwert für x nach plus unendlich, der war unendlich. Und das Ding war die ganze Zeit streng monoton wachsend und stetig. Also haben wir dann vermutlich eine bijektive Funktion so. Ich schreibe das hier hin, ist bijektiv. Wir können das auch nochmal kurz begründen. Warum?
Also wir hatten streng, monoton, wachsend auf ganz R. Damit ist die Funktion auf jeden Fall schon mal injektiv. Wenn wir sie auf ganz R hier definiert haben. Und dann müssen wir gucken, dass sie eben auch surjektiv ist, dass alle Werte, die jetzt hier rechts vom Pfeil stehen, alle positiven reellen Zahlen auch irgendwann angenommen werden. Und das können wir machen, können wir schlussfolgern, weil wir wissen, die Funktion ist stetig und sie hat die entsprechenden Limites. Also Limes x nach minus unendlich von x heißt sie, x von x ist 0. Limes x nach plus unendlich, x von x ist unendlich und x bis stetig. Also ist sie so, wie wir sie jetzt hier definiert haben, auch surjektiv. Wir nehmen alle positiven Zahlen irgendwann mal als Funktionswert an. Gut, das heißt, wir geben jetzt der Umkehrfunktion einfach einen Namen. Die Umkehrfunktion heißt Logarithmus oder manchmal auch natürlicher Logarithmus. Und ich schreibe dafür Log. Log bildet ab von R plus nach R. Es gibt noch mindestens eine andere Schreibweise, die gebräuchlich dafür ist. Das wäre ln für Logarithmus naturalis, natürlicher Logarithmus. Und je nachdem, welches Buch Sie nehmen oder welche Software Sie verwenden, werden Sie das eine oder das andere brauchen. Ich schreibe jetzt konsistent immer log, aber wenn Sie irgendwo ln schreiben, verstehe ich natürlich auch, was Sie meinen. Aber hier in dieser Veranstaltung ist der natürliche Logarithmus immer geschrieben als log. Also viele Computerprogramme, die Sie benutzen, machen das auch so. Aber viele Bücher, die Sie nehmen, haben auch ln für den Logarithmus. Das ist halt so. Kann ich auch nicht ändern. Müssen wir irgendeine Entscheidung treffen. Gut. Es ist jetzt die Umkehrfunktion. Viel wissen wir noch nicht über die, nur dass sie die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist. Das heißt, es gilt, wenn wir erst die Exponentialfunktion anwenden und dann den Logarithmus, dann kommt was raus? Oder wenn wir e hoch log machen oder exp von log von x, was kommt da jeweils raus? Wenn wir die Funktion und die Umkehrfunktion nacheinander ausführen. X, genau, da kommen wir dahin zurück, wo wir gestartet sind. Na, wir starten mit x, dann macht die Exponentialfunktion irgendwas damit und der Logarithmus macht es wieder rückgängig. Also kommen wir zurück zu x und genauso in der umgekehrten Reihenfolge. Hier starten wir auch mit einem x, dann macht der Logarithmus irgendwas damit und die Exponentialfunktion macht es wieder rückgängig. Das heißt, hier kommt x raus. Okay, überlegen Sie mal kurz, für welche x diese beiden Gleichungen gelten. Ich frage Sie das auch mal geschwind auf Tweetback. Also, für welche x gilt, dass log von x von x x ist und dass x von log von x x ist? Gelten beide Gleichungen für die gleichen x oder für unterschiedliche? Wenn ja, für welche? Und gucken Sie, es sind eben die beiden Fragen, die sehen fast gleich aus, aber es sind eben die beiden unterschiedlichen Ausdrücke. Einmal der hier in Tweetback jetzt gerade drin.
Ich ergänze hier mal noch, beziehungsweise wir schreiben dafür auch log von e hoch x gleich x. Ja. Beziehungsweise e hoch log von x gleich x. Okay, jetzt kamen schon einige Stimmen hier an. Dann machen wir das mal geschwind sichtbar. Also, Sie sind mehrheitlich dafür, dass log von x von x gleich x für alle reellen x gilt. Und ungefähr halb so viele sagen nur für positive x. Also, hier ist tatsächlich so, das funktioniert für alle reellen x, denn ich darf ja diese Exponentialfunktion hier, die darf ich ja mit jeder beliebigen Zahl füttern, egal ob positiv oder negativ. Dann spuckt diese Exponentialfunktion ja nur positive Zahlen aus, sehen wir auch hier oben. Und diese positiven Zahlen, ach ja, ich habe nicht umgeschaltet, gell. Ich habe zwar eigentlich eh nichts geschrieben, aber wir machen es nochmal. So, vielen Dank. Am besten immer gleich brüllen oder so. So, nochmal. Hier in diese Exponentialfunktion kann ich einsetzen, was ich will. Positive oder negative x, vollkommen egal. Ist ja überall definiert, auf ganz R definiert. Dann spuckt diese Exponentialfunktion aber nur positive Zahlen aus. Und diese positiven Zahlen, die darf ich auch alle hier in den Logarithmus einsetzen. Das heißt, diese erste Gleichung hier, die gilt, hoppla, na, nochmal so, für alle x in L. Und die zweite jetzt, was passiert da? Für welche x gilt x von log von x gleich x? Da sind Sie mehrheitlich auch für das Richtige. Sie sind mehrheitlich dafür, dass das nur für positive x gilt. Für alle x wird nicht funktionieren, weil wir dann irgendwann auch mal negative Zahlen in den Logarithmus einsetzen würden. Aber da haben wir den gar nicht definiert. Wir haben den Logarithmus hier definiert für positive Zahlen. Das heißt, allein deswegen, weil das der Definitionsbereich des Logarithmus ist, wollen wir ja hier in den Logarithmus nur positive x einsetzen. Und was passiert dann? Dann bildet der Logarithmus das irgendwohin ab, auf irgendwelche reellen Zahlen, und die können wir alle in die e-Funktion einsetzen, also das ist gut. Das gilt dann also für alle x aus R+, für alle x größer 0. Ich habe irgendwas gleich 1, ah ja, ich habe hier 1 geschrieben, ach Gott. Noch manchmal ein Zeugs. Vielen Dank. Log von e hoch x ist x, genau. Weiß nicht, wie ich auf die 1 kam gerade. Entschuldigung. So, also das ist jetzt unser Logarithmus. Und allein daraus, dass der die Umkehrfunktion der e-Funktion ist, wissen wir jetzt doch einiges über den Logarithmus. Weil alles, was wir über die e-Funktion wissen, übersetzt sich ja auch in irgendeine Information über den Logarithmus. Wir müssen immer nur die Rolle von x und y tauschen. Schauen wir mal auf, was wir da so alles schon schlussfolgern können. Machen wir einen kleinen Satz. Satz 7. Eigenschaften von log. Da sagen wir mal als erstes, der Logarithmus von 1, der ist 0 und der Logarithmus von e, der ist 1. Zweitens, der Logarithmus von x mal y, das ist der Logarithmus von x plus den Logarithmus von y. Drittens, der Limes
x nach 0 plus das Log ist minus unendlich und der Limes x nach unendlich das Log ist unendlich. Ja. Ja, also ich schreibe Log für den natürlichen Logarithmus. Ja, genau. Manche von Ihnen sind gewöhnt, dass Sie dafür ln schreiben und das hängt eben davon ab, in welchem Kontext Sie das jetzt irgendwie anschauen. Deswegen ist wichtig, dass wir wissen, dass es die beiden Schreibweisen gibt. Manche Bücher schreiben ln, andere Bücher schreiben log. Viel Software schreibt log. Je nachdem, wenn Sie irgendwas da benutzen, um Daten zu verarbeiten. Also wichtig, dass wir es wissen und ich schreibe immer log für den natürlichen Logarithmus, den Logarithmus zur Basis e, wie man sagt, was das genau bedeutet, sehen wir dann noch. Wir sehen es vor allem auch an dieser Gleichung hier. Ne? Für den Logarithmus, der mich jetzt hier interessiert, der uns alle jetzt hier interessiert, gilt log von e gleich 1. Die anderen Logarithmen übrigens, die Sie offensichtlich schon kennen, zu anderen Basen, die sind nur ein bisschen umskaliert. Das ist eigentlich alles die gleiche Funktion, nur so ein bisschen gestreckt oder gestaucht. Gut. Also, Sie dürfen, wenn Sie wollen, auch ln schreiben, das verstehen wir dann auch alle. Aber man muss eben ein bisschen aufpassen manchmal, in welchem Kontext was verwendet wird. So, und dann können wir den Log auch noch ableiten. Die Ableitung des Log ist dann 1 durch x. Wenn das stimmt, ist das doch irgendwie auch ein bemerkenswertes Ergebnis. Weil, wie haben wir die Exponentialfunktion definiert? Über irgendwie so einen komischen Grenzwert. Und dann haben wir Mods Energie reingesteckt, um irgendwie was über diese Exponentialfunktion zu lernen. Mussten mal einiges abschätzen und arbeiten. Dann haben wir den Log definiert als die Umkehrfunktion von dieser über den komischen Grenzwert definierten Funktion. Und mehr haben wir gar nicht eingesteckt. Und jetzt kommt als Ableitung sowas Einfaches raus. Also das wäre doch ganz bemerkenswert, wenn das so wäre. Deswegen beweisen wir es mal schnell. Also wie ist das? Diese ersten Sachen da oben, wo kommen die her? Das erstens. Log von 1 ist 0. Ja, wir wissen, exp von 0 ist 1. Und da der Logarithmus ja genau wieder das rückgängig macht, jetzt müssen wir nur die Rolle tauschen, hier, von 1 und 0, daraus folgt dann, dass der Logarithmus von 1, 0 sein muss. Genauso, wir wissen, exp von 1 ist e. Und daraus können wir folgern, dass dann umgekehrt der Logarithmus von e gerade 1 sein muss. Der macht ja genau, wenn wir einen Funktionswert kennen, der Funktion an irgendeiner Stelle, dann kennen wir auch einen Funktionswert der Umkehrfunktion. Im Allgemeinen an einer anderen Stelle. Also immer die Rolle von x und y tauschen. Okay. Das zweite hier, log von x plus y. Da gucken wir uns mal sowas an. Was ist e hoch log x plus log y. Das sieht nach log x plus log x aus, genau, das ist gut. Na. So, e hoch log x plus y, da können wir jetzt die Funktionalgleichung der e-Funktion verwenden. Und sagen, dass doch e hoch log x mal e hoch
log y. Also hier, das hier ist Funktionalgleichung der E-Funktion. Haben wir da verwendet an dieser Stelle. Gut, aber e hoch log, das hebt sich ja gerade gegenseitig auf, das heißt, das hier ist x mal y und statt x mal y können wir, wenn wir wollen, auch wieder schreiben e hoch log von x mal y. Weil sich ja e hoch und log gerade gegenseitig aufheben. Also allein deswegen, weil der log die Umkehrfunktion der e-Funktion ist, gelten die letzten beiden Gleichheitszeichen. Ja, und dann vergleichen wir und stellen fest, na, das sieht ein bisschen arg wild aus, stellen fest, Zapolot, jetzt habe ich aber hier Kämpfe mit dem Gerät. So, jetzt stellen wir fest, das gilt sicherlich hier, dass die beiden Sachen gleich sind, wenn log xy gleich log x plus log y ist. Und haben wir es damit wirklich gezeigt? Oder was für eine Eigenschaft der e-Funktion nutzen wir, wenn wir jetzt folgern, dass die beiden grün unterstrichenen gleich sind? Wir nutzen, dass die e-Funktion zwei unterschiedliche Werte nicht beide auf die gleiche Zahl abbilden kann. Das brauchen wir. Dann können wir schließen, wenn e von irgendwas gleich e von was anderes ist, dass das irgendwas und das andere das gleiche sein müssen. Also hier können wir jetzt schlussfolgern. Und zwar können wir schlussfolgern, weil die e-Funktion injektiv ist, können wir jetzt schlussfolgern, dass log von x plus log von y tatsächlich log von x mal y ist. Okay. Dann haben wir noch drittens diese Eigenschaft mit den Grenzwerten. Ja, das funktioniert wieder genau gleich wie bei erstens. Wir wissen, Limes x nach minus unendlich von e hoch x, das ist 0. Und wir wissen, Limes x nach plus unendlich von e hoch x, das ist unendlich. Und jetzt müssen wir wieder die Rolle tauschen. Ja? Also wie oben, das ist unendlich und die 0. Müssen die Rolle tauschen. Oder hier, das sehen wir dann gar nicht mehr, hier tauschen dieses unendlich und dieses unendlich die Rolle. Das untere hier, das ist vielleicht einfacher. Ne? Daraus folgt dann, dass der Limes sollte ich vielleicht erst hinschreiben, dass der Limes x nach unendlich des Logarithmus auch unendlich ist. Also hier sehen wir gar nicht, dass die beiden unendlich die Rolle getauscht haben. Rolle von x und y tauschen. Aber da oben sehen wir es. Da müssen wir jetzt beim Logarithmus den Limes x nach 0 betrachten. Und dann kommt da das Minus unendlich raus. Und dann sind wir noch ein bisschen vorsichtiger und sagen, wir haben ja den Logarithmus nur für positive x definiert. Also schreiben wir hier nicht hin Limes x nach 0, sondern wir schreiben hier hin den rechtzeitigen Limes für x nach 0. Deswegen kommt da ein 0 plus hin an der Stelle, wenn wir da sauber sein wollen. Aber also erstens und drittens bekommen wir alles. Wir wissen was über die e-Funktion, dann immer das Umgekehrte wissen wir über den Log.
Jetzt machen wir die Ableitung auch noch geschwind vor der Pause. Also, da machen wir Ableitung der Umkehrfunktion. Wir wissen, das geht so. F hoch minus 1 Strich von x ist 1 durch F Strich von F hoch minus 1 von x. Was sind F und F hoch minus 1 hier mit? Ja, F ist die Exponentialfunktion und F hoch minus 1 ist der Logarithmus, ist die Umkehrfunktion. Exponentialfunktion. Das heißt, wir schreiben jetzt einfach die Formel da oben ab und schreiben überall, wo f steht, exp und überall, wo f hoch minus 1 steht, schreiben wir log. Also kriegen wir log Strich von x ist gleich 1 durch exp Strich von log von x. Also ich habe zweimal f hoch minus 1 durch log ersetzt und einmal f durch exp. So, die Ableitung der Exponentialfunktion kennen wir, das ist wieder die Exponentialfunktion, also steht hier 1 durch exp von log x. Und Exponentialfunktion und Logarithmus sind aber Umkehrfunktionen voneinander, das heißt, wenn wir die nacheinander anwenden, dann heben die sich gerade gegenseitig auf und deswegen steht hier 1 durch x. Und das ist ein schöner Punkt, um unsere 5 Minuten Pause zu machen bis 7:07. Dann geht's weiter hier. Dankeschön.
Gut, es geht weiter. Jetzt können wir auch die Sachen, die wir da gefunden haben, vor allem die ersten drei Eigenschaften, hier im Saal haben Sie die noch auf der anderen Seite, oder ich schalte nochmal für alle zurück, die ersten drei Sachen, die können wir auch alle wunderschön dann im Funktionsgraph wiederfinden. Ich habe das mal schon vorgemalt hier. Also den blauen Funktionsgraph der E-Funktion da, den kennen wir ja schon. Der geht bei 0 durch die 1 und dann geht er nach plus unendlich hoch und wenn wir ins Negative rübergehen, geht er gegen 0. Also wir sehen hier an der Stelle x von 0 ist 1 und dann tauschen wir die Rolle von 1 und 0 aus. Und dann sehen wir hier unten, dass deswegen log von 1 gerade 0 sein muss. Spiegelung an der ersten Winkelhalbierenden hier in Grau. Und dann sehen wir zum Beispiel hier hinten, wenn wir uns dieses Verhalten hier unten anschauen, sehen wir der Limes x nach minus unendlich von x, das ist 0. Und dieses Verhalten spiegelt sich dann hier, Spiegelung an der ersten Winkelhalbierenden, in das Verhalten hier runter. Und das hatten wir ausgedrückt als Limes x nach 0 plus von log x gleich minus unendlich. Also der Logarithmus geht bei 0 gegen minus unendlich. Oder wir haben gesehen, hier haut es jetzt also ab, nach plus unendlich hier hoch, recht steil, dieser Logarithmus, Entschuldigung, das ist diese E-Funktion, so, die geht schnell hier hoch, nach unendlich, also hier sehen wir Limes x nach unendlich, x von x ist unendlich, da können wir dann ablesen, auch der Log hier, geht dann für x nach unendlich gegen unendlich. Da haben die beiden Unendlichs die Rolle getauscht. So lernen wir also einiges über den Log, einfach dadurch, dass er die Umkehrfunktion der E-Funktion ist. Übrigens, was wir auch lernen hier an der Stelle ist, wir wissen ja, diese E-Funktion, die geht sehr, sehr schnell hier nach unendlich, schneller als jede Potenz. Entsprechend geht das gespiegelte Ding hier sehr, sehr langsam nach unendlich. Langsamer als jede Potenz. Könnte man auch wieder ausrechnen dann mit L'Hôpital und so Geschichten. Ne? Okay. Wozu braucht man eigentlich so einen Logarithmus? Wozu eigentlich Logarithmus? Kann man das überhaupt brauchen? Haben Sie irgendwelche Ideen, wofür das gut sein könnte, so ein Logarithmus? So in Ihrem täglichen Leben, auf der Straße, im Labor, sonst wo? Wo auch immer, wo Sie es so brauchen können. Hier war eine Idee schon, oder? Ja? pH-Wert. Sie könnten beim pH-Wert einen Logarithmus brauchen. Ja, warum nicht? So, da ist er nämlich rein definiert. Das ist tatsächlich dieser 10er-Logarithmus. Der sehen wir nachher gleich noch so ein bisschen gestreckt oder gestaucht ist im Vergleich zu dem Logarithmus, den wir bisher angeschaut haben. Ja, also das ist der 10er-Logarithmus, kommt gleich. Ja, wo könnte man es noch brauchen?
Zerfallsprozesse. Ah, für Zerfallsprozesse. Okay. Ja. Ja, für Zerfallsprozesse. Also so typische Zerfallsprozesse, die Sie irgendwo so beobachten, ist so exponentieller Zerfall. Das haben Sie jetzt im Sinn. Oder auch bei exponentiellem Wachstum. Ja. Also das haben Sie jetzt, was weiß ich, beim radioaktiven Zerfall oder beim Populationsdynamik oder Ausbreitung von Krankheiten oder sonst irgendwas, haben Sie exponentiellen Zerfall oder exponentielles Wachstum drin. Und wenn Sie dann da irgendwas genauer anschauen wollen, dann brauchen Sie schnell mal einfach zum Rechnen die Umkehrfunktion von diesem exponentiellen Zeug, was irgendwo passiert. Ja? Also dann kann man da den Log, dann braucht man wirklich, dass der Log Umkehrfunktion der E-Funktion ist. Also hier Log als Umkehrfunktion der E-Funktion zum Rechnen. Okay, hat noch jemand eine Idee, wo es irgendwie gut ist? Eine was Skala? Erdbebenskala. Ist da auch ein Logarithmus rein definiert? Bitte, Richterskala ist Logarithmus von irgendwie Amplitude oder sowas. Ne? Ah ja, genau. Okay. Richterskala, sagen Sie. Da haben Sie also irgendeine Größe, die Sie interessiert, so wie sehr rüttelt es und wie sehr geht alles kaputt. Und das messen Sie in einer Art und Weise und dann geben Sie aber den Logarithmus davon an. Das tun Sie warum? Damit Sie nicht einmal so Zahlen wie 1 und dann 3000 haben oder sowas, sondern halt 1 und irgendwie was zwischen 3 und 4. Ne? Also 1 und 1000 und dann 1 und 3 stattdessen, wenn Sie so einen 10er Logarithmus wieder verwenden. Okay, das geht schon in die Richtung von was anderem, was ich noch im Sinn hatte. Noch jemand eine andere Idee? Ja? TKS-Wert, was war das jetzt nochmal? Ah, okay, das ist aber eigentlich das, dann ist das eigentlich der pH-Wert, nur nicht nur beim, okay, das nehmen wir so. So, ich sag mal noch grundsätzlich, wenn Sie Diagramme malen, dann machen Sie manchmal logarithmische Achseneinteilung. Und das ist schon so ein bisschen das, was hinter diesem Beispiel auch steckte, dass Dinge eventuell übersichtlicher werden, je nachdem, was uns gerade interessiert, wenn wir eben den Logarithmus einer Größe auftragen und nicht die Größe selber. Also, logarithmische Achsen. Also die Achseinteilung machen Sie dann entsprechend. Wie geht das? Da machen Sie sowas. Da haben Sie so eine Achse und jetzt schreiben Sie hier 1 und dann schreiben Sie in irgendeinem Abstand 10 hin und im gleichen Abstand schreiben Sie dann vielleicht 100 hin und im nächsten wieder 1000 und so weiter. Und diese Abstände, die sollten jetzt hier immer gleich gewesen sein. Das heißt, eigentlich steht hier ja 10 hoch 0, 10 hoch 1, 10 hoch 2, 10 hoch 3. Und jetzt ist die schwarze Größe vielleicht x, ne? Aber eigentlich haben Sie sowas wie den Log x oder in dem Fall den 10er Logarithmus, den wir noch gar nicht hatten, von Ihrer Größe aufgetragen. Oder wenn wir hier wirklich mal den natürlichen Logarithmus hier nehmen würden, das ist vielleicht auch eine Rechenregel, die wir gleich erst sehen. Dann steht hier 0 mal der Logarithmus von 10, hier steht einmal der Logarithmus von 10, hier steht zweimal der Log von 10, hier steht 10, der Log von 10 und hier steht dreimal
der Log von 10. Falls Sie das noch nicht sehen, wir kriegen gleich noch Rechenregeln, wo wir das sehen. Also der Punkt ist, wenn Sie statt der Größe selbst den Logarithmus der Größe auf dieser Achse auftragen, dann wird aus diesen Schritten von 1 nach 10, 1 nach 100, 1 nach 1000, werden dann so äquidistante Schritte beim Auftragen. Was Sie dann oft machen, ist, dass Sie eben trotzdem hier nicht Log von x hinschreiben, sondern x hinschreiben und dann eben Ihre Achseneinteilung so komisch ist, dass die Schritte nicht äquidistant sind, sondern eben hier kommt 1, dann kommt 10, im gleichen Abstand weiter kommt 100 und so weiter. Das ist das, so wie es hier in Schwarz steht, ist es, wie Sie es üblicherweise hinschreiben. Und was Sie sehen, was eben Äquidistanz ist, hier sind jetzt die Schritte in den Exponenten da. Von 0 nach 1, 1 nach 2, 2 nach 3, so wie Sie das sonst mit linearen Achsen machen. Wozu ist sowas gut? Das hatte ich jetzt gar nicht rausgesucht, aber ich glaube, das sollte ich geschwind raussuchen. Hoffentlich finde ich das so schnell. Entschuldigung, müsste das nicht einmal Logarithmus von 10 sein am Anfang bei 1? Log 10 hoch 0, der Logarithmus davon ist dann 0 mal. Ne? Der Logarithmus von 1, der ist 0, also 0 mal der Logarithmus von 10. Einmal der Logarithmus von 10 wäre nicht 0. Ist okay? Geben Sie mir irgendein Lebenszeichen. Ach so, ja, natürlich. Okay, danke. So, ich glaube, ich habe es gefunden. Hier. XKCD. So, hier ist das Universum abgebildet, komplett. Das ist doch mal schön. Und komplett hat nur geklappt, weil mit logarithmischer Achseneinteilung. Aber leider passt es doch nicht ganz komplett auf den Bildschirm. Aber gut. Na doch, ich mach's mal so. So ist es jetzt zwar immer noch nicht ganz leicht lesbar, aber immerhin das ganze Universum hier so einmal hin und schon fast lesbar, das ist nicht schlecht. Warum klappt das jetzt? Weil jetzt eben hier Abstände zur Erdoberfläche in einer logarithmischen Skala aufgetragen sind. Jetzt muss ich nur das wieder irgendwie ein bisschen größer machen. Also jetzt gehen wir mal hier runter. Jetzt ist das so gemacht, dass die in diesem Comic hier einigermaßen die Größenverhältnisse, wie hoch jetzt der Eiffelturm oder die Pyramide oder Mount Everest ist, in der logarithmischen Einteilung, dass das ungefähr stimmt. Das heißt, wir haben jetzt hier so Schritte, wir gehen hier von 100 bis 1000 Meter hoch, ne? Hier sind 100 Meter, hier sind 1 Kilometer, 1000 Meter und dann wäre der nächste Schritt, hoppla, nochmal so weit hoch, da wären wir dann schon bei 10 Kilometern, etwas über dem Mount Everest. Ne? Dann können wir also ganz gut einzeichnen, hier so Sachen, die um die 100 Meter oder ein bisschen höher sind, die kommen hier so hoch, hier so ein großer Redwood oder sowas. Und dann eben bis 1 Kilometer, da ist der Mount Everest schon drüber und so weiter. Jetzt kommen wir also irgendwo, ich habe hier ein bisschen Probleme mit dem Getippse, so muss ich es vielleicht machen. Und jetzt kommen wir hier in den Bereich, wo wir sagen können, gut, da fliegen irgendwo Satelliten, hier ist die ISS, die fürs GPS ein bisschen weiter draußen und so weiter. Dann finden Sie in einem gewissen Abstand die Sonne und andere Planeten. Und das lässt sich jetzt hier in dem Diagramm, lässt sich das von irgendwie einzelnen Menschen hier unten über große Gebäude, Gebirge bis hin zu Strukturen im Weltraum und sowas, lässt sich das alles auf einem Diagramm zeigen. Natürlich könnten Sie auch irgendwas sichtbar machen, indem Sie was hoch oder runter skalieren. Also wenn Sie mit einer linearen Skala starten, sodass wir hier unten die Menschen
sehen, dann wird es schon ziemlich eng mit dem Eiffelturm. Ja? Wenn Sie das entsprechend skalieren, dann brauchen Sie halt ein neues Bildchen, wenn Sie den Eiffelturm irgendwie schön darstellen wollen, aber dann sind da die Menschen noch mal viel, viel kleiner und den Mount Everest kriegen Sie immer noch nicht rein, und wenn Sie den Mount Everest reinmalen, dann sehen Sie den Eiffelturm da unten nur noch als eine ganz kleine Sache. Das heißt, es ist ganz attraktiv, so eine logarithmische Achseneinteilung zu machen, wenn Sie auf unterschiedlichen Skalen Struktur haben. Also es lohnt sich oft, wenn man irgendwelche Daten hat und da ein bisschen rumsucht, rumspielt, mal irgendeine Achse logarithmisch zu machen, selbst wenn man noch gar nicht irgendwas erwartet, weil manchmal hat man vielleicht bei kleinen und bei größeren Werten in sich dann wieder irgendwie Strukturen und dann kann man die gleichzeitig sehen, wenn man eine logarithmische Einteilung verwendet. Und jetzt kommt man hier also, wenn man das irgendwie fortsetzt und dieses Diagramm nur so groß macht, wie wir es hier gemacht haben, dann sind wir hier schnell aus unserem Sonnensystem raus. Da ist Pluto, ist eh schon kein Planet mehr, ne, hat Pech gehabt. Hier Voyager 1 hat das verlassen. Und dann sind wir hier ganz schnell bei irgendwelchen anderen Galaxien. Also hier hätten wir das Zentrum unserer Galaxis noch und hier hätten wir dann die nächste, Andromeda. Das passt so von den Größenordnungen her, wie das hier gezeichnet ist. Und dann kommen irgendwelche anderen Sachen und das wäre dann so der Rand des beobachtbaren Universums. Das heißt, wir kriegen Strukturen auf ganz unterschiedlichen Größenskalen in ein so ein Diagramm rein, wenn wir eine logarithmische Achseneinteilung verwenden. Nicht nur als Spielereien, sondern auch ganz praktisch dann. Okay. Also dafür kann man das brauchen. Und jetzt möchte ich mal noch ein paar andere Funktionen, die mit Log- und E-Funktionen zu tun haben, einführen. Und dann können wir heute oder nächstes Mal nochmal auf die logarithmischen Achsen zurückkommen. Das nächste, was Sie dann auch noch können, also zunächst mal bilden Sie uns einfach, kriegen wir damit Strukturen auf unterschiedlichen Skalen sichtbar machen. Also damit können wir Strukturen auf unterschiedlichen Skalen gleichzeitig sichtbar machen. Wenn Sie an irgendeinem Detail interessiert sind, was sich bei 1 abspielt, dann können Sie natürlich da reinzoomen und eine lineare Skala in der Nähe der 1 machen. Und wenn Sie an irgendeinem Detail interessiert sind in der Nähe von 1000, können Sie auch da reinzoomen, eine lineare Skala bei 1000 machen. Aber wenn Sie vielleicht auf beiden interessante Strukturen haben, dann können Sie es unter Umständen mit einer logarithmischen Skala gleichzeitig sehen. Okay, also das hat ganz praktische Anwendung hier. Und wir kommen nochmal drauf zurück, wenn wir dann angucken, wie sich so bestimmte Typen von Zusammenhängen, von funktionalen Zusammenhängen verhalten. Wenn wir die Achse ändern, da können wir es dann hinkriegen, dass Sachen, die in irgendeiner linearen Darstellung komplizierter aussehen, vielleicht in so einer logarithmischen Skala zu geraden werden und wir dann einfacher damit arbeiten können. Okay. Aber bevor wir das machen, wollen wir noch ein paar weitere Funktionen und ein paar Rechenregeln kennenlernen. Weitere elementare Funktionen. So, wir erweitern jetzt also so unseren Zoo, mit was wir arbeiten können. Bisher hatten wir eigentlich nur so Polynome und Brüche und so Zeugs. Umkehrfunktionen dazu, das gibt uns automatisch gleich Wurzeln. Ja, das haben wir ja jetzt. Neben Quadrieren können wir auch die Wurzel ziehen und so weiter. Das machen wir jetzt gleich noch für krumme Exponenten auch. Bisher können wir eigentlich nur so Wurzel aus x schreiben wir als x hoch 1/2, somit mit rationalen Exponenten. Das können wir also alleine über Umkehrfunktionen erreichen. Wenn wir jetzt auch wirklich reelle Zahlen als Exponent haben wollen, dann müssen wir uns ein bisschen Mühe geben und da verwenden wir Exponentialfunktionen und Log dafür. Wenn wir das dann haben,
Dann gibt es noch eine Klasse von Funktionen, die wir gerne benutzen. Das sind so diese trigonometrischen. Die bitte ich Sie mal anzugucken. Ich habe Ihnen da so ein Wiederholungsblatt wieder auf die Vorlesungs-Homepage gemacht. Am Mittwoch ist ja eh keine Vorlesung. Wir sehen uns also erst nächsten Freitag wieder. Und wenn Sie jetzt auf der Vorlesungs-Homepage hier schauen, bei den Übungsblättern, ist hier wieder so ein Wiederholungsblatt dabei. So eine Checkliste, wo Sie mal gucken können, was wissen Sie über die trigonometrischen Funktionen. Und hier gibt es so Hinweise, wo Sie was nachgucken können. Und wenn es dann Fragen dazu auftauchen, dann schreiben Sie die gerne irgendwo auf Discord rein oder wir gucken dann am Freitag nochmal geschwind drauf. Aber damit hätten wir dann einen großen Zoo an Funktionen zur Verfügung. Auf dem aktuellen Übungsblatt brauchen Sie keinen Sinus und Cosinus. Das sage ich auch nochmal geschwind. Hier auf dem Blatt 6, da gibt es so Funktionen, die heißen zwar irgendwie so ähnlich wie Sinus und Cosinus, das sind aber nicht Sinus und Cosinus, sondern das sind Funktionen, die einfach durch irgendwie so als Kombinationen von E-Funktionen definiert sind. Die sind auf dem Übungsblatt drauf, was Sie jetzt heute bekommen, für bis nächsten Freitag. Das heißt, das ganze Blatt ist eine Übung in Rechnen mit der Exponentialfunktion. Das, was wir eben jetzt gerade hier gemacht haben. So wie ich immer versuche, Ihnen hier zum Üben die Sachen zu geben, die wir jetzt gerade hier gemacht haben. So, jetzt also weitere elementare Funktionen. Für a größer 0 definieren wir die allgemeine Exponentialfunktion. Und zwar wieder von r nach r plus durch, wir sagen, a hoch x ist e hoch x mal log a. Das legen wir so fest. Also wenn wir irgendwas anderes hoch x haben, nicht e hoch x, sondern irgendwas anderes hoch x, dann ist das eigentlich e hoch x mit so einem Faktor da oben drin, Logarithmus von dieser Zahl, die hier unten steht. Wenn wir das so machen, dann gilt, dass der Logarithmus von a hoch x, ja, was ist das? Wir bilden den Logarithmus von dem, was hier oben drüber steht, aber dann treffen ja hier e-Funktion und Logarithmus aufeinander, wenn wir davon den Logarithmus bilden. Das heißt, es bleibt nur noch dieses x mal log a übrig. Das heißt, wenn wir also im Argument des Logarithmus so eine Potenz drin haben, dann können wir die Hochzahl nehmen und vor den Logarithmus schreiben. Das ist übrigens das, was ich gerade eben, als ich über die logarithmischen Achsen gesprochen habe, schon verwendet habe, obwohl wir es noch gar nicht hatten. Das ist das, was wir hier getan haben. Irgendwie 10 hoch 1 genommen und gesagt, das ist einmal log 10 oder 10 hoch 3 ist 3 mal log 10. Okay. Also ich schreibe es hier nochmal hin vielleicht, dass wir es alle gesehen haben. Warum? Log von a hoch x, das ist der Log von laut Definition e hoch x mal log a. Und e-Funktion und Log heben sich gegenseitig auf. Also hier haben wir ein Log, na, vielleicht eine andere Farbe, ein Log und hier haben wir ein e hoch und dann hebt sich das gegenseitig auf. Und wir haben x log a, was übrig bleibt. Okay, diese Funktion ist auch umkehrbar, wenn a nicht gerade 1 ist. Warum a ungleich 1? Ja, also wenn a 1 wäre, ist die Funktion recht langweilig, dann ist die überall 1 und dann lässt sie sich schlecht umkehren, so eine waagrechte Gerade, ne, als Funktionsgraph. Aber in allen anderen Fällen ist sie umkehrbar. Und die Umkehrfunktion nennen wir den Logarithmus zur Basis a. Wie
Umkehrfunktion heißt Logarithmus zur Basis a. Also, der Logarithmus zur Basis a ist dann wieder eine Funktion, die von r plus nach r abbildet. Da haben wir also ein x und das bilden wir ab auf den Logarithmus zur Basis a von x. Und das ist log x durch log a. Mehr ist es nicht. So können wir das definieren. Und jetzt schauen wir einfach, ob das stimmt, oder? Also, passt das? Jetzt haben wir ja die beiden Definitionen. Wer behauptet, das sei die Umkehrfunktion? Jetzt können wir irgendwas ausrechnen. Was sollen wir ausrechnen? A hoch log a von x oder log a von log zur Basis a von a hoch x. Was wollen wir ausrechnen? Irgendwas davon. Also, keine Wünsche? Probieren wir es mal mit Logarithmus zur Basis a von a hoch x. Logarithmus zur Basis a haben wir definiert als den Logarithmus von a hoch x durch den Logarithmus von a. Also da haben wir jetzt hier an der Stelle, machen wir das mal so, 1, haben wir diese Definition hier verwendet. Und dann haben wir doch oben gerade schon gesehen, dass der Logarithmus zur Basis a, Entschuldigung, dass der Logarithmus, der natürliche Logarithmus von a hoch x, dass der x mal log a ist. Also das haben wir doch oben schon ausgerechnet. Dann haben wir also x mal log a durch log a und das ist x. Also ist es gut. Das heißt also, irgendwas hoch x, nicht e hoch x, sondern irgendwas anderes hoch x, das ist hier so ein bisschen im Argument umskaliert mit einem log a und ein Logarithmus zu einer anderen Basis, das ist auch nur der natürliche Logarithmus und diesmal der Funktionswert selber mit so einem Faktor log a umskaliert. Das ist alles. Das sind also mit e-Funktionen und Logarithmus kennen wir diese Funktionen alle. Danach strecken oder stauchen wir sie noch ein bisschen in x- oder y-Richtung. Was hätte ich denn noch? Vielleicht noch die allgemeine Potenz, oder? Mal gucken, wie viel ich Ihnen dazu auf jeden Fall erzählen wollte. Nehmen wir vielleicht mal das hier. Also sagen wir mal, für Alpha in R definieren wir die allgemeine Potenz. Als Funktion wieder von r plus nach r durch. Und jetzt sagen wir, x hoch Alpha ist e hoch Alpha log x. Das ist, was wir gerade eben auch schon gemacht haben, als wir die allgemeine Exponentialfunktion definiert haben. Nur das, was die Konstante ist und das, was die Variable ist, haben jetzt die Rolle getauscht. Also so wie wir vorhin gesagt haben, hier im Saal sehen Sie das noch, das a hoch x, e hoch x mal log a, dass wir das so definieren, definieren wir jetzt konsequenterweise x hoch Alpha als e hoch Alpha mal log x, als was auch sonst, ne? Sonst wäre das irgendwie, würde das ja nicht zusammenpassen. Aber jetzt ist eben die Variable das hier. Also sowas, da können wir jetzt so Sachen definieren wie die Wurzel oder hoch minus 1 oder eben auch hoch Pi, ne? Gut,
Diese Funktion ist umkehrbar, wenn Alpha nicht gerade 0 ist, ja? Sondern wenn Alpha 0 ist, sind wir wieder bei der Funktion, die konstant 1 ist, die ist langweilig und schlecht umkehrbar. Also, Menschenskinder. Also, für Alpha ungleich 0 ist die Funktion umkehrbar mit Umkehrfunktion. Na. Jetzt machen wir x geht nach x hoch 1 durch Alpha. Also mit dem gleichen Ding, was wir da oben definiert haben. Na? Funktioniert das? Können wir mal gucken, was ist x hoch Alpha und anschließend hoch 1 durch Alpha. Müssten wir also hier jetzt und hier schreiben wir vielleicht noch hin, wie wir das definieren. Das ist ja als e hoch 1 durch Alpha log x definiert. Ne? So, jetzt machen wir aus dem x hoch, aus dem irgendwas hoch 1 durch Alpha, machen wir ein e hoch 1 durch Alpha mal den Logarithmus und jetzt von x hoch Alpha. Aber wir haben ja schon gesehen, Logarithmus von x hoch Alpha, da können wir das Alpha vorziehen. Das heißt, wir haben e hoch Alpha durch Alpha mal Logarithmus von x. Also haben wir e hoch log x, also haben wir x. Passt also so. Ja? Das sind jetzt so Umkehrfunktionen wie, wenn Sie Alpha gleich 2 wählen, haben Sie da oben x Quadrat und dann die Wurzel. Ja? Solche Sachen stecken alle hier drin, wenn wir einmal den Logarithmus haben. Haben wir das alles im Griff. Gut, und dann können wir jede Menge Rechenregeln angeben. Für, so viele sind es gar nicht, sagen wir mal x, eine positive Zahl, und Alpha und Beta, reelle Zahlen, gelten folgende Rechenregeln. Wir haben x hoch Alpha nochmal hoch Beta ist gleich x hoch Alpha mal Beta. Und x hoch Alpha plus Beta, das ist x hoch Alpha mal x hoch Beta, so wie bei der Funktionalgleichung der, nee, Entschuldigung, das ist einfach Potenzen, sind das. Und dann haben wir hier auch sowas wie log von x hoch Alpha ist Alpha mal log x. Das habe ich hier nochmal gesammelt, das haben wir da oben ja schon verwendet und das hatten wir auf der Seite davor hier bereits gezeigt, ne? Diese Rechnung. Immer mit den entsprechend umbenannten Variablen, wichtig ist, wo sie herkommen. Gut, so können wir dann also arbeiten und diese Rechenregeln sind dann immer ganz, ganz hilfreich und wichtig. Ich glaube, dann können wir eigentlich doch noch, wie lange machen wir immer? Bis 10 vor, ne? Dann können wir eigentlich doch noch das mit den Achsen gerade abrunden, da ich das vorhin schon angerissen hatte. Also hier, ich habe gesagt, logarithmische Achsen zunächst mal einfach für eine Größe. Wir sehen was anderes, wenn wir die Achse logarithmisch machen. Wenn jetzt eine Größe von einer anderen Größe abhängt, also nochmal logarithmische
Achsen. Sag mal, wenn wir eine Größe y gemessen haben als Funktion von irgendeinem Parameter, den wir variieren, ja? Also x, sagen wir mal. Y als Funktion von x gemessen. Falls da wir jetzt in so einem Diagramm was sehen, was so aussieht wie eine Exponentialfunktion, oder vielleicht haben wir sogar irgendeine Theorie, aufgrund derer wir so eine Exponentialfunktion erwarten, wie Sie vorhin gesagt hatten, bei Zerfallsprozessen oder sowas. Also, vielleicht haben wir eine Theorie, die eine Exponentialfunktion vorhersagt. Oder einfach ein Plot der Daten sieht ein bisschen so aus. Plot sieht ein bisschen so aus. Was könnten wir dann machen? Dann könnten wir die y-Achse logarithmisch machen. Wähle logarithmische y-Achse. Denn wenn Y jetzt sowas ist wie e hoch x oder vielleicht noch ein bisschen komplizierter, eine Konstante mal e hoch Lambda x mit irgendwelchen Parametern Lambda, griechische Buchstaben, finden Sie nicht schön? Ein paar mehr Zeichen zur Verfügung. Also, wenn y Konstante mal e hoch Lambda x ist, dann folgt doch daraus, dass der Log von y jetzt ist der Log von c plus Lambda mal x. Wenn wir den Logarithmus nehmen und die Rechenregeln verwenden. Log vom Produkt ist Summe der Logs und Log von e hoch Lambda x ist einfach Lambda x. Das heißt, wir würden eine Gerade sehen. Das heißt, aus so einem Bildchen x, y, wo Sie hier irgendwie so eine e-Funktion sehen, wird jetzt so ein Bildchen, x, und hier haben Sie eben log y aufgetragen, oder Sie schreiben immer noch y hin, aber haben eine logarithmische Achseneinteilung gemacht, und dann wird daraus eine Gerade mit Achsenabschnitt log c und mit Steigung Lambda. Vielleicht kommt das ja auch nicht so klar daher, wirklich als diese jeweilige Linie, sondern Sie haben irgendwas gemessen und sehen da so eine Wolke. Und dann sehen Sie schon hier, ob Sie jetzt da so eine Punktwolke sehen, die eher nach gerade aussieht oder nicht. Und dann können Sie versuchen, da eine gute Ausgleichsgerade reinzulegen und dann somit die Parameter Ihres hier erwarteten Zusammenhangs bestimmen. Das klappt nicht nur bei sowas, sondern es klappt auch immer dann, wenn Sie ein Potenzgesetz erwarten, dann machen Sie beide Achsen logarithmisch. Analog erwarte Potenzgesetz sagen wir sowas wie y ist eine Konstante mal x
hoch Alpha, dann wählen wir beide Achsen logarithmisch. Denn wenn wir jetzt hier den Log bilden, dann haben wir doch Log y ist der Log von c plus Alpha mal den Log von x. Das heißt, Log y als Funktion von Log x, da haben wir wieder so eine Geradengleichung hier dastehen. Das heißt, aus so einem Potenzgesetz wird dann wieder eine Gerade. Und wir haben dann hier, wenn wir jetzt hier also Log x auftragen und hier Log y auftragen, oder Sie schreiben an die Achsen wieder, so wie wir das vorhin gemacht haben, x und y hin, aber machen die Einteilungen eben logarithmisch, dann sehen Sie hier so eine Gerade. Und die Steigung der Gerade, das ist dann gerade der Exponent aus unserem Potenzgesetz hier. Also Steigung Alpha, Exponent aus dem Potenzgesetz. Und hier hätten wir noch mal irgendwie den Log dieser Konstante oder so da vorne dran stehen. Okay, also sehr, sehr gutes Hilfsmittel, schon manchmal, wenn Sie irgendwas explorativ machen. Oder auch, wenn Sie schon eine Theorie haben, die irgendwas vorhersagt, die Ihnen sagt, wir erwarten was Exponentielles, wir erwarten ein Potenzgesetz oder sowas, dann wissen Sie, wie Sie Ihre Daten auftragen sollten, um nachher sinnvoll damit weiterarbeiten zu können. Damit machen wir Schluss für heute. Am Mittwoch gucken Sie sich ein bisschen Trigonometrie an und wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder. Dankeschön. Tschüss.